Der Prophet sallallahu alaihi sagt in einem Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird, Al-Mu'minu ya'kulu fi mi'an wahida. Der Mu'min, der isst aus einem Magen. Und der Kafir isst aus sieben. Damit ist nicht gemeint, dass der Kafir sieben Mägen hat. Oder Magen, ich weiß nicht, was die Mehrzahl davon ist. Das ist halt, wenn wir uns nennen, so metaphorisch. Und in einem anderen Hadith sagte er, Ma mala ibn Adam wi'a'an sharran min batni. Der Mensch füllt kein schlimmeres Gefäß als sein Bauch. Wie hasab imri'im, es reicht den Menschen Luqaymat. Es reichen den Menschen Häppchen von Essen, durch die er aufrecht gehen kann. Also, dass er so viel isst, dass er noch aufrecht auf der Erde gehen kann. Aber diese Vollerei oder Völlerei, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, dass man sich satt frisst, ja, und dass man es übertreibt mit dem Essen, das ist ebenfalls keine Eigenschaft des Mu'min. Er sagt, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, hat jemand ist an ihm vorbei passiert und er war gerade am Essen, hat er ihn zu sich gerufen, komm, ess mit mir. Da sagte dieser Mann, ich habe gegessen, wie ich nicht mehr kann. Dann sagte er, Subhanallah, aber ya'kul mu'min hakada. Subhanallah, ist der Mu'min denn auf diese Art und Weise, dass da nichts mehr weiter reinpasst? Da jedenfalls, auf jeden Fall, er sagt, auch hier ist dann halt da ein gewisses Gleichgewicht gefragt, dass man so isst, dass man mäßig isst, dass man das Essen nicht zu seinem, dass man nicht isst oder lebt, um zu essen, so ausgedrückt. Du lebst nicht, um zu essen, du isst, um zu leben, sei. Aber oft ist es andersrum. Man lebt, um zu essen. Jedenfalls, er sagt, das mäßige Essen ist gesünder für den Körper, weist Krankheiten ab. Und das Maß hier ist, dass er isst, dass er seine Hände vom Essen nimmt. Er nimmt seine Hände vom Essen, während er es noch begehrt. Also du könntest noch essen, wenn du wolltest. Das ist so das gesunde Maß, hier die Hand wegzunehmen. Aber auch nicht zu wenig zu essen, dass du krank und schwach wirst. Das ist nämlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Da haben wir auch erwähnt, dass einige der Jahala unter den Zuhad das Essen auf derartige Weise gemieden haben, dass sie abgemagert sind und nicht einmal in der Lage waren, ihre körperlichen Pflichten zu erfüllen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck.